Wir sind die Leopardenklasse 4D der Waldburger Schule. Heute interviewen wir Propst Feldmann. Wie lange sind Sie schon Priester und wie lange Propst? Priester bin ich seit 1986 und zum Propst ernannt worden bin ich 1997. Was sind Ihre Aufgaben als Propst? Also der Titel Propst ist eigentlich nur ein Ehrentitel. In Wirklichkeit bin ich Pfarrer, wie jeder andere Pfarrer einer Pfarrgemeinde auch. Und wie jeder andere Pfarrer darf ich die Sakramente spenden. Die sieben Sakramente kennt ihr. Darf ich beerdigen? Darf ich in die Schule gehen und Unterricht erteilen? Darf ich bei vielen Vereinen mitwirken? Ich bin Präses von drei Schützenbruderschaften. Ich bin Mitglied im Stiftungsrat der Ursulinenschulen und des Ursulinenklosters. Ich bin Mitglied im Verwaltungsrat von drei Krankenhäusern und zwei Altenheimen und. Das können wir gar nicht alles aufzählen, aber je älter man wird, umso mehr Aufgaben bekommt man, ob man sie möchte oder nicht. Also ganz viele. Wie unterscheidet sich die Aufgabe eines Priesterpropstes von den Aufgaben eines Priesters? Ja, der Propst ist der Leiter der Pfarrei. Wir hatten mal nur eine Pfarrei mit 7000 Seelen, das war St. Walburga, nach der eure Schule benannt ist. Wir haben inzwischen 6 Pfarreien und 3 Kapellengemeinden zu einer einzigen Pfarrei zusammengebracht. Etwa 17.000 Katholiken in unserer Stadt und auf den Dörfern. Der Leiter ist der Propst und dann gibt es noch 2 Pastöre, 3, Pastor Severin, Pastor Bühnen, Pastor Gutrieb und 2 Kapläne, 2 Vikare, die beiden indischen Priester Pater Litschu und Pater Chichu. Dann gibt es noch 2 pensionierte Priester, 2 Diakone und 1 Gemeindereferenten. Also ein großes Team, das zur Pfarrei gehört. Und die anderen haben ganz normale priesterliche oder Aufgaben eines Gemeindereferenten. Die gehen auch in die Schule, die halten auch Gottesdienst, heilige Messe jeden Tag, Trauungen, Taufen und Beerdigungen, was ein Priester so für Aufgaben hat. Aber leiten muss dann derjenige, der Pfarrer ist oder in diesem Falle mit dem Titel Propst. Warum wollten Sie Priester werden? Weil ich erstens gerne Messdiener war und zweitens gerne bei der Messe mitgewirkt habe und drittens, weil mich das Studium interessiert hat und viertens, weil ich viel Musik in der Kirche und mit Kirchenchören gemacht habe. Nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in der evangelischen Kirche. In meinem Heimatort waren die musikalisch nämlich besser als wir Katholiken. Habe ich eine Menge gelernt. Und dann viele Freunde auf dem Weg des Studiums, des langen Studiums. Ein Jahr war ich im Ausland. Also ich bin gerne Priester geworden und habe nie daran bezweifelt, dass das ein schöner Beruf ist. Wie lange leben Sie schon im Berg? Seit 1997 als Propst und vor meiner Priesterweihe war ich bei meinem Vorgänger, Propst Heinrich Hanewinkel, ein Dreivierteljahr als Diakon schon in Werl. Also ich kannte Werl schon und eine ganze Menge Leute. Auf welche Schule sind Sie gegangen? Ja, auf mehrere in meinem Heimatort Finnentrop im Sauerland, etwa eine Autostunde von hier. Natürlich zunächst auf die Grundschule, die hieß damals noch Volksschule. Dann war ich noch ein Jahr auf der Hauptschule. Man hielt das damals für richtig, die 5. Klasse zweimal zu machen. Nicht, weil man sitzen blieb, sondern weil die Eltern meinten, der Übergang zur sogenannten höheren Schule ist leichter, wenn man die 5. Klasse zweimal macht. Dann, dadurch hat man natürlich ein Jahr verloren, aber das war damals ganz üblich. Die meisten Kinder, bei mir jedenfalls, haben das gemacht. Dann war ich auf der Realschule in meinem Heimatort Finnentrop. Und anschließend war ich auf dem Gymnasium in Altenhundem. Da musste man jeden Tag 20 Minuten mit dem Zug fahren und dann noch auf einen steilen Berg hinauf. Das war ein Klostergymnasium, da habe ich dann Abitur gemacht. Nennen Sie 3 Sachen, die Ihnen an Werl gefallen. Das Schöne an Werl ist, dass man schnell da ist,
aber auch mal schnell wieder weg ist. Das Schöne an Werl ist, dass wir die Vorzüge der Großstadt haben. Dortmund ist vor der Haustüre, Essen ist man in einer Stunde schnell, selbst in Köln ist man in eineinviertel Stunden, wenn die Straßen nicht verstopft sind. Wir haben die Vorteile der Großstadt, aber wir müssen nicht in der nervenaufreibenden Großstadt wohnen, sondern haben diese sehr hübsche kleine Stadt. Das liebe ich sehr an Werl, auch die schöne Gasse, die Krämergasse um die Propsteikirche herum, die Wallfahrt, die zu Werl gehört. Also viele schöne Dinge in unserer kleinen Stadt und trotzdem haben wir eine wunderbare Verkehrsanbindung an die große weite Welt. Ich denke auch an den Flughafen, kaum 20 Minuten von hier mit dem Auto zu fahren. Wunderbar, wir haben ein herrliches Konzerthaus in Dortmund, sind wir in 30 Minuten und eine Oper. Also, und selbst wer gerne Sport macht, das tue ich natürlich nicht, wie man sieht, ist ja wunderbar mit den Stadien vom BVB. Überall auf der Welt, wo man hinkommt, ich werde gefragt, wo kommen Sie denn her, sage ich immer, ich komme aus der Nähe von Dortmund. Und egal, wo man ist und egal in welcher Sprache, es wird sofort gefragt nach. Nein, nicht nach Werl. Es wird sofort gefragt nach dem BVB, nach dem Fußball. Das kennt jeder. Welches ist Ihr Lieblingsort in Werl? Der Lieblingsort in Werl ist natürlich die Propsteikirche mit ihren vielen schönen Kunstschätzen. Seit über 1000 Jahren stehen an diesem Ort Kirchen. Seit über einem Dreivierteljahrtausend steht die Propsteikirche da. Die Altäre sind durch die Jahrhunderte dort gesammelt worden, die Kunstwerke, und es ist ein schöner Ort, um Gottesdienst zu feiern, aber nicht nur Gottesdienst, sondern auch Konzerte zu haben. Am Sonntagnachmittag haben wir ein schönes Adventskonzert, am Samstag, dem 15., singen wir schon mal, wie das in England üblich ist, vor Weihnachten Weihnachtslieder, was ganz Neues mit Bläsern und Chören und Musikinstrumenten. Also das ist für mich der Lieblingsort in Werl. Was war das schönste Erlebnis für Sie in Werl? Ja, da müsste ich jetzt länger nachdenken. Es gab viele schöne Erlebnisse. Ein paar habe ich aufgeschrieben, die einfach ganz lustig sind, wie Kinder reagieren. Vielleicht ganz kurz, als ich ganz neu war, bin ich in den Kindergarten gegangen, in einen unserer Kindergärten. Wir haben 10 katholische Kindergärten und habe die Kinder begrüßt. Und nachmittags ruft mich eine Großmutter lachend an und sagt, unser Enkel ist aus dem Kindergarten wieder nach Hause gekommen und hat gesagt, heute war ein großer Mann da. Und dann haben sie gefragt, wer? Und dann hat der Kleine geantwortet, der Papst. Hat natürlich Papst mit Papst durcheinander gebracht. Witzig. Was noch? Fühlen Sie sich wohl in Werl? Ja, sehr. Was tun Sie am liebsten in Ihrer Freizeit? Musik hören, ein bisschen Musik machen, aber mehr noch Musik hören. Welches ist Ihr Lieblingsfest? Weihnachten. Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Gerne. Danke.